Was ist das Tausendjährige Reich? Das Tausendjährige Reich ist eine zukünftige heilsgeschichtliche Epoche. Gott teilt die gesamte Menschheitsgeschichte in 7 heilsgeschichtliche Epochen ein, in Analogie zu einer Kalenderwoche. Wir leben jetzt in der 6. Epoche, das ist die sogenannte Zeit der Gnade. Diese wird enden mit einer 7-jährigen Gerichtszeit, mit einer 7-jährigen Drangsalszeit. Am Ende dieser 7-jährigen Drangsalszeit wird Christus selbst kommen auf die Erde, um das 1000-jährige Friedensreich aufzurichten. Nach dem 1000-jährigen Reich beginnt quasi der 8. Tag. Das ist der ewige Tag, der Tag Gottes, das ist der ewige Zustand. Bei diesem 1000-jährigen Friedensreich wird Christus selbst unmittelbar auf der Erde, in Jerusalem, auf dem Thron Davids, regieren über diese gesamte Welt. Er wird regieren mit den 12 Aposteln und mit der Ekklesia. Das sind alle wiedergeborenen Christen, die in diesen 1000 Jahren das sogenannte himmlische Jerusalem darstellen. In diesem 1000-jährigen Reich wird es neue Lebensverhältnisse geben. Das heißt, Christus wird dafür eine neue Erde machen mit paradiesischen Verhältnissen. Er wird auch die Tierwelt verändern, auch da wird Frieden herrschen. Das heißt, die klassische Nahrungskette wird es so nicht mehr geben. Der Teufel wird in dieser Zeit 1000 Jahre gebunden sein mit den Dämonen im Abyss. Das heißt, er wird die Menschen nicht verführen können. Aber es wird noch Sünde geben und auch noch Tod und Krankheit, aber das nur als Folge der direkten Auflehnung gegen Christus. Das heißt, die Menschen können sehr alt werden, solange sie nicht eine Sünde zum Tode begehen bzw. sich auflehnen gegen Christus. Es wird ein Friedensreich herrschen. Christus wird über alle Menschen regieren und das Volk Israel wird eine exponierte Rolle spielen. Es wird das Haupt der Völker sein und der Segen Christi wird durch das Volk Israel zu allen Menschen fließen. Es wird ein neues religiöses System geben. Es wird einen Tempel geben in Jerusalem und ein neues religiöses System mit jüdischen Elementen, wie zum Beispiel das Laubhüttenfest, einem neuen Opferdienst und auch das mosaische, sinaische Gesetz wird grundsätzlich gültig sein. Nach diesen 1000 Jahren Friedensreich wird der Teufel noch einmal freigelassen werden und er wird die Menschen zu einer letzten Auflehnung gegen Christus verführen. Auch diese wird Christus dann beseitigen und dann wird der große weiße Thron aufgerichtet werden. Das heißt, alle ungläubigen Menschen aller Zeiten werden vor dem großen weißen Thron erscheinen müssen und Gott wird sie verurteilen zur ewigen Gottesferne, zum Feuersee. Und Gott wird dann eine neue Erde und einen neuen Himmel machen für den ewigen Zustand. Das ist dann der 8. ewige Tag, der Tag Gottes.